Ich begrüße euch heute zu unserem Bauwerk Nummer 3 zur Konstruktion des Bauwerks Nummer 3 von Modelle von Bauwerken. Wir beginnen wie immer mit dem Lineal. Lineal auswählen, mit der linken Maustaste und platzieren. Zuerst nehmen wir ein Würfelmodell und geben die richtigen Maße ein. 10, Enter, 6, Enter und die Höhe ist 4. So, der Grundkörper steht. Auf diesen setzen wir nun das Dach auf. Wir holen uns das Dachmodell, geben hier die Maße 6, Enter, 10, Enter und 5, Enter. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad. Hin ist hoch auf die Höhe 4. Das erkennt man rechts beim unterlegten Pfeil und schieben es auf den Unterteil des Baukörpers. Jetzt geht es um den Turm, um den achteckigen Turm. Wir holen uns also das Turmmodell, müssen von 6 auf 8 Ecken den Grundkörper ändern und verändern die Größe auf 6, Enter 6, Enter und 10. Und platzieren diesen Körper genau auf diese Ecke. Jawohl, jetzt braucht man nur noch der Turm einen Kegel als Dach. Diesen Kegel ändern wir auf 7. Enter 7. Enter und die Höhe 7,5. Die Höhe ist 10, also auf die Höhe 10 aufgeben. Und jetzt verschieben wir es mit den Pfeillasten. Aha. Wenn wir jetzt das uns anschauen, müssen wir es genau um eine halbe Position nach, um einen halben Millimeter nach rechts verschieben. Also gehen wir auf Einstellung 5. Da steht einmal nach rechts und jetzt dürfte es richtig platziert sein. Auch da sind wir nicht richtig mit der Pfeiltaste einmal nach, Entschuldigung, nach links muss man drücken. Und jetzt ist dieses Dach, dieses Kegeldach mittig auf dem Turm. Ja, am Ende unserer Zeichnung geben wir noch den richtigen Namen ein. Also, Gebäude 3, Enter, machen wir aus den verschiedenen Teilen eine Gruppe und färben es auf Orange. Ja, das war's. Alles Gute und viel Vergnügen beim Nachzeichnen des Gebäudes Nummer 3.